Herzlich willkommen zu einem kleinen Unboxing von Walking in Burano. Ihr seht hier die englische Version, das wird natürlich später dann komplett auf Deutsch sein. Das Spiel ist von Wai Min Ling, illustriert von Maisha-Li Chan und spielbar in 20 bis 40 Minuten. Wenn ihr das Spiel ausgepackt habt, findet ihr als erstes die Spielanleitung. Diese wird später natürlich komplett übersetzt sein. In der Spielanleitung gibt es alle möglichen Beispiele, schön ordentlich auch den Ablauf, ein Beispiel, wie ihr wertet und natürlich auch den Spielaufbau. Als nächstes findet ihr in der Schachtel Übersichtskarten, wie die einzelnen Bewohnerinnen und Bewohner jeweils werten. Von den Karten sind 4 Stück dabei. Was wir in der deutschen Version anders machen werden, ist, dass wir 2 Karten mit einer Rundenübersicht drucken, also einem Spielablauf. Als nächstes findet ihr den Wertungsblock, mit dem es dann ganz einfach ist, am Ende eure Punkte zusammenzuzählen. Ich nehme mal die Münzen raus und zeige euch erstmal das Inlay. Das ist so angeordnet, dass jede Kartensorte ihr eigenes Fach hat und in der Mitte auch aufgedruckt ist, was wo reingelegt wird. Damit habt ihr immer Übersicht und kommt schnell ans Material. Die Gebäudekarten gibt es in 3 Etagen: Erdgeschoss, Zwischengeschoss und Obergeschoss. Die zeichnen sich vor allem durch Schornsteine aus oder Katzen, die auf dem Dach leben. Jede dieser Karten hat einzelne Features, die dann gewertet werden können bei Spielende. Die Karten gibt es in vielen bunten Farben, denn ihr wollt ja bunte Häuser bauen. Falls es mal Probleme mit dem Erkennen der Farben gibt, findet ihr auf jeder Karte ein Symbol. So lassen sich die Farben auch anhand der Symbole auseinanderhalten. Selbstverständlich findet ihr die Symbole dann auch auf den Zwischengeschossen und im Erdgeschoss. Hier könntet ihr zum Beispiel die Blumentöpfe werten. Da seht ihr die Gerüstkarten, die dienen als Platzhalter, und die Erdgeschosse. Hier gibt es vor allem Karten mit Passanten drauf, für die ihr auch Punkte bekommen könnt, oder Geschäfte. Geschäfte erkennt ihr daran, dass oben eine Markise ist und sie geben auch nochmal Siegpunkte. Für die Schilder oder zum Beispiel das Eis auf der Karte könntet ihr ebenfalls Punkte bekommen. Ein Haus setzt sich immer zusammen aus 3 Etagen. Hier hätte ich jetzt allerdings die unterste Etage nicht regelkonform angebaut. Hier nun die Karten mit den Bewohnerinnen und Bewohnern bzw. mit den Besuchern. Auf der Vorderseite sind sie jeweils einfach nur illustriert, auf der Rückseite seht ihr auch, wie sie punkten. Der Weihnachtsmann zum Beispiel gibt 3 Punkte pro Schornstein auf euren Dächern. Der Bürgermeister wiederum gibt 1 Punkt pro Passant, den ihr unten bei euch rumlaufen habt. Jede Menge Bewohnerinnen und Bewohner und Touristen sind dabei und die Mini-Erweiterung hat ja noch weitere dazugebracht. Hier nochmal das schöne Inlay. So lässt sich jederzeit schnell sortieren, was wo reinkommt. Im Spiel gibt es auch Münzen, die zeichnen sich durch einen schönen Metallic-Effekt aus. Die gibt es in Gold und Silber. Und damit werdet ihr die Gebäude bezahlen, die ihr ausbauen wollt. Ebenfalls mit Metallic-Effekt gibt es die Siegpunkte-Marker, und zwar 4 Farben, also für jede Person eine Farbe. Diese Siegpunkte-Marker dürft ihr am Ende noch in Punkte eintauschen, wenn ihr sie nicht aufgebraucht habt. Andernfalls braucht ihr sie auf und dürft dann auch regelbrechend anbauen.
Zu guter Letzt wäre da noch die kleine Katze. Sie dient als Startspielermarker und zeigt an, wer von euch jeweils die Runde beginnt. Das war ein schneller Überblick über Walking in Burano, hier wie gesagt noch in Englisch und in Kürze dann schon komplett in Deutsch von Board Game Circus. Dankeschön und ciao!